Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu meiner Eierjub. Nein, zu Witcher natürlich. Was ist hier labern? Wir haben letztes Mal hier stehen geblieben, hatten gegen den Zwerg ein bisschen gewürfelt und elendig verloren. Jetzt natürlich effektiv wieder geladen, damit unser wunderschönes Vermögen sich nicht in Luft auflöst. Ja, genau, das ist eine gute Idee, ich weiß. Und da fällt mir so einiges auf. Wir können zum Beispiel hier noch ein paar Schwalbetränke auffüllen. Wir hatten uns Raffats Absud oder Absud Raffats so rum gebraut. Den können wir uns auch in die Schnellleiste legen. So ein Heiltrank, der direkt wirkt. Das ist auf jeden Fall was Feines. Das kann man mal machen. So, hier, das kann man ja alles hinlegen. So. Mal noch ein bisschen Kram, den wir nicht brauchen. Aber egal. So, die Frage ist, was machen wir denn? Jetzt nochmal pokern, habe ich jetzt nicht Lust. Wir haben es versucht und sind elendig gescheitert. Wir könnten gucken, dass wir in die Kloaken gehen. Elendsviertel. Okay, oder wir machen das hier. Den Drogenhändler. Wir müssen Angus in Elendsviertel aufsuchen. Ach so. Ach, der ist da draußen. Alles klar. Ja gut, dann gucken wir dahin. Vielleicht ist der sogar der Werwolf. Wenn ich jetzt so von der Karte gesehen habe, dass der da im Bordell rumspringt. Auf jeden Fall irgendwo hier unten im Elendsviertel muss er ja rumspringen. Ja, elendig ist es, weil es regnet. Und da steht ein Hund. Was warst du denn da? So. Ach, oder wohnt der hier? Ach nee, da ist er doch. Na gucke, Angus. Ganz unauffällig. Wer seid ihr? Geht dich überhaupt nichts an. Egal. Seid ihr Angus? Was zum Henker soll egal bedeuten? So. Na, komm, sind wir einfach mal aggressiv heute. Schön artig, Arschloch. Wer unterstützt euch? Das ist eine Nummer zu groß für euch. Ihr macht da einen schweren Fehler. Mir doch egal. Spuckt es aus. Wer sind eure Lieferanten? Leckt mich. Ich hau ab. Tust du nicht, komm her. Einfach hinterherlaufen. Ja, freihändig. Einfach anklicken und hinterher. Dann können wir uns ein bisschen umgucken, während wir hier laufen. Er glaubt, er kann uns entkommen. Nee. Wo läuft er jetzt hin? Das würde mich mal interessieren. Komm zurück. Du Klappspast. Weil ich, wie schnell er rennt. Oh nein, wir müssen in Zeitlupe teleportierende Kinder? Ich sag dir, schwört ab. Nee, jetzt weiß ich nämlich, wo dein Haus wohnt und dein Bettchen schläft. Hinterher. So. Haben wir wieder Detektivarbeit geleistet vom Feinsten. Rumdetektiviert. Ihr seid ein sturer Hurensohn. Ja, selber. Das werdet ihr noch bereuen. Selber. Ich habe höflich gefragt und nichts bekommen. Vielleicht klappt es ja so. Jetzt einfach den verprügeln. Okay. Nix verprügeln. Zack. Ups. Hoppala. Jetzt haben wir den wohl umgenockt. Aber vielleicht hat er was dabei. Silberner Siegelring. Ja, der ist bloß wertvoll. Bringt uns nichts. Empfehlungsschreiben. Das klingt doch schon ganz interessant. Angus Schlüssel. Mhm. Und 60 Ohren. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, den zu verfolgen. Aber wenn wir einmal hier sind, kommen wir. Ja, Kunststoff für Tränke nehmen wir natürlich mit. Alles, was geht. Blaubeeren. So, den nehmen wir auch mit. Ein Fass. Das nehmen wir auch mit. Na, Birne. Unbekanntes Kraut. Was das für ein Kräuterli sein mag. Gut, wer hat's erfunden? Der Witcher. So. Wir gucken uns mal hier um. Da ist noch ein Fass mit ein bisschen was zu essen drin. Ein kleiner Kleiderschrank mit einer Fackel. Bringt uns aber leider gar nichts. Eine Holztruhe mit. Schnaps. Na gut, nehmen wir auch mit. Jetzt die Frage: Wofür ist der Schlüssel? Und. Moment. Zack, Inventar. Dann eben, wofür ist dieses Empfehlungsschreiben? Was ist das für eins? Ermöglicht die ungehinderte Bewegung durch Salamandra-Gebiet. Ach. Ja, aber des Briefes, ein guter Kerl. Huch.
Hätten wir vielleicht die Räuberbande im Sumpf nicht alle töten sollen, dass wir jetzt zu denen hingehen könnten? Oder wir müssen in die Kloaken damit, weil jetzt gerade so Kloaken aufgeploppt sind. Ja, wir wollten ja da sowieso mal hingucken. Also warum nicht? Komm, mach mal einfach mal. Ja, der hat sich schon selbst weggeräumt, finde ich super nett von ihm. Hier ist sonst weiter nichts. Nein, außer ein Stall durch, der aber draußen liegt. Oder im Zwischengang vom Haus. Naja, das bringt uns leider nicht so viel. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir irgendwie in die Kloaken kommen. Die Kloaken. Machen wir das doch einfach mal. Stadtbewohnerin. Nicht mehr stark geregnet. Ach, armer Junge, ich wollte gerade sagen, wie ist denn da so grün dazwischen? So grün hinter den Ohren. So, und wir gucken einfach mal in die Kloake. Auch, waren auch lange nicht mehr. Vielleicht gibt es ja da noch eine Gorko oder Gorka. Gorko heißen die Viecher, oder? Ja, also diese befederten Kloaken, Fledermäuse da, wo wir, keine Ahnung, die so eklig sind. Auf jeden Fall gibt es hier Ertrunkene. Gitterstäbe. Blub. Abgeschlossen. Ja, wer hätte es gedacht? Die sind abgeschlossen, aber das ist ja nicht schlimm. Zack, wir zücken unser Schwert und lassen uns von ein paar Ertrunkenen nicht den Tag versauen. Ups. Einmal ein bisschen im Gruppenkampf hier. Ja, er hat ein paar coole neue Moves drauf, nachdem wir das letzte Mal geskillt haben. Das geht auf jeden Fall ab. So, Überreste von Ertrunkenen nehmen wir natürlich alle mit. So ein paar kleine Gehirnchen. Die brauchen sie ja eh nicht mehr. So. Was? Haben wir noch so was wie eine Karte, die uns bestimmt sagt, wo wir hin müssen? Transferpunkt, also einmal hier drumherum. Ja, das kriegen wir hin. Na ihr! Huch, wo kam der denn her? Ist ja eigentlich auch egal, jetzt ist er platt. So, mitgenommen. Diese wunderschöne, düstere Musik hier in den Kloaken. Ich höre schon wieder was. Grünschimmel. Den konnten wir ja damals nicht mitnehmen. Jetzt können wir's. Juhu. Fledermäuse. Nein, sie sind in meinen Haaren. In meinen weißen, langen Haaren haben sie sich verfangen. So. Ach, die haben ja mal überhaupt keine Schnitte, die Viecher. So, natürlich alles eingesteckt und mitgenommen. So, und da hinten müsste irgendwo der Transferpunkt sein. Da, wo es leuchtet, oder was? Kommen wir da überhaupt durch? Ich hoffe es doch. Aber anscheinend nicht. Ich hänge. Nein. Doch, jetzt. Wie kommen wir da hin? Da hin? Ausgangszug. Müssen wir da vielleicht in einem anderen Stadtteil rein? Hier kommen wir ja sowieso nicht durch die Wand. Okay, das bringt uns also rein gar nichts. Das ist ja gut zu wissen. So können wir da also nicht rein. Dann sind wir hier quasi umsonst reingelatscht. Oder können wir vielleicht, warte mal. Ich probiere es mal, ob wir vielleicht mit so einem Arp-Zeichen da diese Barrikaden einfach wegsprengen können. Vielleicht klappt es ja. Ich meine, wenn das Spiel schon sowas zur Verfügung gibt. Geil, das klappt tatsächlich. Ja, perfekt. Da können wir gleich mal unsere Schuhe am Feuer trocknen. Und da vorne diese lustigen Mannen auf uns warten, speichere ich hier mal kurz. Denn sicher ist sicher. Und dann können wir uns dieses wunderschöne Artwork von der Kanalisation angucken. Oh, hier noch ein Ort der Macht. Den können wir natürlich mitnehmen. Was möchte ich tun? Ja, die Fetten im Hintergrund, die beobachten uns gar nicht. Also schon, aber das interessiert die nicht.
ein Ritual der Magie, damit wir hier einen ordentlichen Buff haben. Hep, hep, hep. Und dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Na? Bandit? Verschwindet. Selber. Was befindet sich hinter dem Gitter? Das geht euch nichts an, verzieht euch. Ihr habt hier nichts verloren. Doch. Wir versuchen es mal hiermit. Angus meinte, ich könnte hier ein bisschen Fistech abgreifen. Seit wann hat er denn Freunde wie euch? Nennt mir das Passwort, sonst schnüren wir euch die Eier zu einem serikanischen Knoten zusammen. Passwort. Das Passwort ist bestimmt Passwort. Haben wir das Passwort gelesen? Ihr habt hier nichts verloren. Flamme, Dorn. Wir könnten einfach mal drauf losraten. Also, das glaube ich ist es nicht. Das wird es auch nicht sein. Das könnte es sein. Flamme wäre Orden der Flammenrose. Dorn. Könnte auch sein. Also, ich schwanke zwischen 3 und 5. Das ist ein Privatgrundstück. Nehmen wir mal die 3. Salamandra. Ich werde euch helfen zu lügen. Ups. Verschwindet. Okay. Ja, dann gehen wir halt so rein. Ich reiß euch die Eingeweide raus. Falsche Waffe. Moment. Wechseln wir nochmal schnell. Ja, notfalls schnetzen wir uns da durch. Ah, komm, beweg dich, Geralt. Ja. Ach so, ich hab... Zack. Die halten schon ein bisschen mehr aus, die ollen Banditen. Mist. Ja komm, hier, der eine hat doch nicht mehr viel. Na ja, gut, der andere auch nicht. Ach so, keine Ausdauer. Ja gut, machen wir es halt so kaputt. Auch okay. Wir stellen fest, Salamandra war nicht das Passwort. Ich kann ja mal gucken. Liste. Blutiger Steck. Hä? Wo war denn das jetzt? Hatten wir nicht hier irgendwo diesen Pass von Usima? Empfehlung schreiben. Gucken wir nochmal nach. Inhaber Kerlbille. Angus, nö. Da steht nichts davon. Hätten wir vielleicht erfahren können. Hätten wir auch einfach gut drauf losraten können. Nö, ich sehe jetzt nichts, was uns hier irgendwie hilft, das rauszufinden. Ist ja auch egal, haben wir uns halt durchgeschnetzelt. Geht auch voll klar. Ja, wir kriegen hier einen kleinen Banditenschlüssel, dankeschön. Den Dolch brauchen wir nicht. Was hast du dabei? Oh, auch ein Banditenschlüssel. Ja, jetzt haben wir zwei davon. Banditenschlüssel. Mal, vielleicht verbrauchen die sich oder so. Man weiß ja nie. Und wir gucken, was hinter den Gitterstäben ist. Oder wie, oder was, oder was, oder wie. Ja, die Karte hilft uns jetzt auch gerade sehr weiter. Zack. Auch hier werde ich jetzt erstmal einen Schwalbetrank einpfeifen. Einfach damit wir es haben. Weil ich habe die Vermutung, hier wird hier gleich noch viel, viel weiter gekämpft, als wir ohnehin schon getan haben. Ja, wenn wir schon mit dem Schwert quasi an die Gitterstäbe anklopfen hier, um reinzukommen. Ups, falsche Taste. So, dann richtig. Salamandra-Versteck. Na? Schau an, wen haben wir denn da? Hexer Geralt. Höchstpersönlich. Angus schickt mich. Wen wollt ihr hier verarschen, Hexer? Ihr seid in eine Löwengrube geraten, Wölfchen. Ja, wie vermutet, erstmal fighten. So, dann können wir mal gucken, haben wir noch... Ich nehme einfach nochmal einen Waldkauz hier gleich ein. So, erstmal in Ruhe was trinken. Ist ja nur ein Meuchler. Ein Meuchler, haha. So, dann zack, Schwert. So, so viel zum Thema Löwengrube. Haben wir den einfach mal einen Kopf kürzer gemacht. Hier gibt es noch ein bisschen gleich was zu plündern. Salamander, Salamander, Salamander. Ganz viele von denen. Gut. Die machen wir jetzt einfach alle kaputt. Hallo. Sterbt, Schwein! Wie? Zack! Zack, Rinnenkopf! Rolle zurück!
So, und dann einer alleine. Den können wir gut beschäftigen, ohne dass der uns großartig trifft. Weil wir immer seine Angriffe unterbrechen mit unseren Angriffen. Das war gerade ein geiler Move. Hat mir gefallen. So, Überreste nehmen wir natürlich mit, was geht. Zack. Und hier auch. Zack. Ja, und wenn wir uns schon einmal... ein Beutel. Ein Beutel mit Schwarzpulver. Ja, gut. Ich hätte mir jetzt mehr erhofft. Überreste. Den Kampfhammer klingt zwar auch ganz lustig, aber... Nö. Wir kämpfen uns so weiter. Hindurch. Hallo. Moment, falscher Kampfstil. Au. Hat er mich geblendet? Die Sau. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Wie wir alle nicht treffen hier. Alle hauen daneben. Ah, zu schnell. Da wollte ich jetzt zu früh ansetzen. So. Schneller Kampfstil, dann machen wir den auch noch kaputt. Zack. Ja. Ich würde sagen, die Kampf... Also die Skillungen, die wir hier drauf gesetzt haben, die lohnen sich auf jeden Fall. Denn die Kämpfe gehen ganz gut. Und ich denke, auch in der nächsten Teilfolge werden die Kämpfe gut weitergehen. Denn die Teilfolge hat jetzt auch schon wieder zeitliches erreicht. Also sehen wir uns gleich wieder bei der... Bei zweiten Teil, ja, genau. Bis gleich.